brauchbaren Gelände-BMWs, die eingesetzt wurden im klassischen Enduro-Sport in Deutschland. Der Peter auf Stielecht hier mit seinem Helm und dem Original-BMW-Anzug. Der Anlasser ist bei nicht so ganz Stielecht. Und den Rampitmer hoch, die 41 mit seiner wunderschönen Maiko und der Getränkekiste, um das Ding anzulegen. Dietmar Hopp mit der Startnummer 41, die 45, Peter Hofmann und die 42, Marc Jakob, alle kommen aus der gleichen Ecke, Rödenthaler Unterrohr. Hat er wieder angedreht oder hat er auch einen angedreht? Angedreht, du bist mein Held heute. Wir haben ja keine Anlage damals. Und wenn die falsch machen, ist man schon der eigentlich mal Probleme damit. Da braucht man dann teilweise das Motorrad ohne Öl an den Stand gezogen.